Liebe der To-Do-Freunde. Ich bin wieder da. Was ist passiert? Noch vor ein paar Tagen war ich am Tiefpunkt meines Lebens angelangt, stimmungsmäßig auf jeden Fall. Die Corona-Geschichte hat alles zerstört und ausgelöscht, was ich aufgebaut hatte in den letzten 20 Jahren, 27 Jahren. Kein Einkommen möglich, alles verboten, was ich arbeite, noch für Monate. Die Ziele, die ich für mich gesetzt hatte, für die nächsten Jahre, die Ziele, die wir als Familie hatten, alle nicht mehr möglich. Ja, also der übliche Burnout sowieso. Und wenn man das alles zusammenmixt, dann ist das schon eine ziemlich deprimierende Kiste. Das war vor ein paar Tagen. Ich überlegte schon seit Wochen, was kann ich tun, außer Videos machen für meinen YouTube-Kanal und hoffen, dass jemand meine Kurse zum Download kauft. Das geschah auch und nochmals vielen Dank und das hat sehr geholfen. Es gab sogar Schenkungen. Ich hatte nie um welche gebeten, aber es gibt offenbar Menschen, die ganz tolle, hilfsbereite Menschen sind und die einfach so etwas schenken. Vielen Dank dafür, ich werde es nicht vergessen. Ja, aber sowas und die Kurse zum Download können natürlich nicht zwei volle Berufe ersetzen und das Geld, das man da schafft. Und dann kam, das ist erst 3 Tage her, der Staat hat mir Geld geschenkt. Ich hatte einen Antrag gestellt auf Soforthilfe. Schönen Dank an M.A. Woodart. Du hattest die Inspiration gegeben, aber ich habe eine ganze Weile gebraucht, um zu realisieren, dass einem in dieser Welt auch geholfen werden kann, sogar von Staatesseite. Mir hat seit Ewigkeiten kein Mensch geholfen. Vor 15 Jahren oder so hatte ich meinen Opa, als er noch lebte, mal um etwas Geld gebeten, um auszuhelfen. Und der gab es mit den Worten: Mehr habe ich nicht und du brauchst auch nicht mehr zu kommen. Jetzt musst du langsam selber auf eigenen Beinen stehen. Und das habe ich dann getan. War hart genug, aber gut. Naja, und deswegen war ich es gewohnt, niemanden mehr um Hilfe zu beten. Und es hätte auch keiner gegeben. Aber mein Fall wurde wohl so gesehen: Der Mann braucht Hilfe und der Mann kriegt Hilfe. Und das war eine richtig große Hilfe. Und kein Kredit, sondern eine Schenkung. Wow. Also, ich bin mehr als beeindruckt und mehr als dankbar. Und was das bedeutet, ist, ich sehe das als große Chance im Leben. Und da gibt es nicht zu viele Chancen im Leben. Also ich will aus dieser Situation etwas richtig Gutes machen. Das wird auch nicht ewig reichen, aber also diese Summe, die mir geschenkt wurde, aber das ist schon, man kann jetzt wieder ruhig schlafen. Wir sehen wieder Ziele und erreichbare Ziele, meine Familie und ich. Ja, und ich war ja, wie ich sagte, immer auf der Suche nach was, was ich tun könnte, aber Idee hatte ich keine mehr. Eigentlich auch keinen Willen und keine Energie mehr. Ich habe schon tausende von Videos gemacht. Was soll man mehr machen? Ich war leer. Ideenlos. Und dann passierte wieder etwas Unglaubliches. Da war noch so eine kleine Vorzeichen. Da gibt es auf Facebook diese Gruppe Treadsticks, von der ich öfter mal erzählt habe, wo ich auch drin bin. Und ein englischer Spieler, Kyle Mapleston, super Spieler, toller Lehrer, der hat in letzter Zeit so ein paar Oldschool Mago und Jedaki Stücke als Videos eingestellt. Er spielt toll. Und das berührte mich
weil vor so 17 Jahren, 18, da hatte ich, war ich also erst 2 Jahre Didgeridoo-Spieler, hatte gerade angefangen, mich mit traditionellem Spiel zu beschäftigen und sah das schon als Beruf. Zu der Zeit konnte man im Prinzip, weil das die einzige Medienaufmerksamkeit hatte, nur Sachen hören von Jalu, seinem Sohn Larry, also Galpu-Clan-Stil gespielt. Da gab es ein paar CDs, das konnte man lernen. Hier in Deutschland gibt es Sven Mulder, der unterrichtet das, und wenn man das kombiniert, dann kommt man schon ein bisschen weiter. Man konnte noch 2, 3 CDs von David Blanasi gespielt hören, der Magomeister schlechthin. Das ist schon oldschool. Jalus Sachen, Blanasis Sachen. Das Ding ist, ich hatte CDs, keine Ahnung, wie ich die zusammenkriegte. Super rare CDs mit ganz, ganz alten Aufnahmen. Sehr, sehr oldschool. Feldaufnahmen, sagt man. Schlechte Qualität der Aufnahmen, aber was man da hörte, war was ganz anderes. Das waren Mago und Jedaki-Stücke, wo ich damals nur mit offenem Mund vor dem CD-Spieler saß und mir dachte, was ist das? Ich verstehe es nicht, aber es klingt geil. Es klingt fantastisch. Roh. Mir fehlen die Worte. Wenn man sowas noch nie gehört hat, wie will man das in Worte fassen? Das ist so ein eigener Sound, und ich dachte, das ist so schwer zu spielen. Ist es eigentlich auch. Und diesen Sound zu kriegen, was ich hatte, klang eh nicht so, und ich verstand auch diese ganzen Techniken nicht und so weiter. Also. Und dann verlor ich diese kleine Tasche mit diesen seltenen CDs. Damals gab es ja kaum, es gab schon Internet, aber das war nicht, was es heute ist. Und YouTube war in den Anfängen, wenn es das überhaupt damals schon gab. Und keine Ahnung, wie ich diese Aufnahmen kriegte. Ein paar Leute haben mir geholfen, irgendwie das herauszufinden und zu kriegen. Ja, und das ging verloren. Die Tasche war weg. Und so traurig mich das machte, ich hatte keine Chance, irgendwas zu üben. Diese alten Sachen waren weg. Ich hatte es noch im Ohr. Und als Gefühl, oh, wenn ich das wieder hätte. Aber naja, das ist jetzt so 16, 17 Jahre her. Und vorgestern erst. Ich kam nach Hause am Abend und ich hörte, was ich damals hörte. Ich wusste sofort, das ist eine meiner alten CDs. Wo kommt das denn her? Aus dem Fernseher kam diese Musik, und ich kapierte noch gar nicht. Meine Tochter, jetzt fast 4 Jahre alt, Magie, fand offenbar diese alte Tasche, nahm eine CD raus, sie weiß, wie man einen DVD-Spieler benutzt, legte das rein, die spielen ja auch CDs ab. Und ich kam gerade nach Hause und ich hörte diese Musik und ich sah, sie tanzte. Nicht diese unbeholfenen kindischen Tanzbewegungen, sondern eher lustig anzuschauen, sondern ein echt magisches Tanzen. Bewegungen, die ich noch nie gesehen hatte bei irgendeinem Menschen. Die so passten, 100% passten, und wir fingen an, eine echte Party zu machen. Sogar meine Frau stieg ein und wir klatschten, und ich machte dann Clapsticks und sie tanzte viele Stücke lang und hatte den Spaß. Und ich dachte und fühlte die ganze Zeit, wow, was passiert hier? Das ist volle Magie, das passiert aus einem Grund. Und da war sie, diese Freude. Dieses Glück, das Gefühl, wieder zu Hause zu sein. Diese alten Aufnahmen
waren das, was mich eigentlich fasziniert haben. Jenaki und Magus spielen. Und sie waren weg. Dann kam diese Hilfe vom Staat. Das passierte alles wum, 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 Schlag auf Schlag. Am nächsten Tag wusste ich, ich mache was daraus, was richtig Gutes. Ich mache einen neuen Download-Kurs, Old School Didgeridoo. Und der wird ganz anders sein als mein traditionelles Didgeridoo-Download-Kurs. Der steht für sich selbst, der deckt die Basissachen ab. Der ist für sich, so wie er ist, gut, toll. Old School Didgeridoo wird ganz anders sein. Ich habe das hier gekauft, gleich gestern. Habe seit gestern alles geprüft, alles gecheckt. Ich holte mir meinen, vielen Dank an meinen guten Freund und echten Gentleman, Oldschool Jedaki mit dem Sound wieder. Da unten in der Tasche ist ein Oldschool Mago, das Beste, das ich, eins der besten, das ich hier hatte. Also habe ich den Sound wieder. Ich kann nicht nur zu dem, was da zu hören ist, spielen. Ich verstehe offenbar, hat sich in den 16, 17 Jahren einiges getan. Ich verstehe die Sounds, ich verstehe die Rhythmen. Sie sind für mich jetzt nicht nur spielbar, sondern oh, es passt. Und das ist das, was ich wirklich will. Soll ich einen Kurs machen, in der Ditch-Welt geben. Diese Musik ist, wird ja praktisch vergessen, auch von den Aborigines. Und das wieder ins Leben zu rufen, in das Bewusstsein der Ditch-Szene weltweit, so etwas zu geben. Wir lernen es, wie die Aborigine-Kinder es lernen, übers Zuhören. Ist ganz anders als mein traditioneller Ditch-Kurs, wo ich viel erkläre. Bei diesem neuen Kurs werde ich nicht so viel reden, wir spielen. Ist was ganz anderes. Und wir wollen den Sound ergründen. Natürlich erkläre ich Sachen, aber es wird viel spielerischer sein. Ich höre es und sehe es schon alles vor mir. Wird toll, wird riesig toll. In den nächsten 4 Monaten, so viel Zeit werde ich wohl haben, werde ich ein Aborigine werden, soweit das hier möglich ist. Aber es ist meine Denkweise, eine Lebensweise. So sein, so drauf sein, voll in die Sache reingehen. Boah, ich freue mich schon so sehr drauf. Ein kleines, simples Beispiel. Das wird Spaß und ich lade dich auf diese Reise mit ein. Ich kann es kaum erwarten. Was für eine schöne Zeit das ist. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.